Okay. Da vorne ist noch ein Schiff zu sehen. Hier sogar noch zwei zu sehen. Vielleicht sich hier noch ein wenig Sturm verbreiten. Auf Geier! Sieh mal einer an! Sieh mal einer an! Feuer! Nimm die Ketten! Verdammt! Gegner, sind bereit! Sieh da! Wir können sie entern! Bereit zu feuern! Waffen und Trimmen! Feuer! Lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Raus aus dem Wind! Hopp. Bram! Feuer! Können wir entern? Hätten wir etwas verhaftet? So. Setzt jeden Zoll Segel! Aha. Jetzt noch ein Häuslein. Segel bergen! Und reindrehen und zieht sie in ihren Untergang! Entern, da ist ein Häuschen. Vielleicht können wir das mal übernehmen. Vielleicht ist hier dann mal Schluss mit dämlichen. Ah, hier haben wir die Flagge. Okay. Schluss hier! Du als ich. Zack! Hört auf die Frau! Sie weiß, was sie tut! Sie hat mit den Besten gearbeitet! Geh dann, den letzten Weg dahin. Ist der jetzt ernsthaft da runtergefallen? Weg. Nee, ist wieder da. Ist alles wegen dem da. Ach, das gibt's doch nicht. Sag mal, der ist echt. Ah, oh, der ist zu play zum. Scheiße, ist das scheiße. Kommt der da? Bleibt der da, als er diesen Typ hängt? Gibt's ja wohl nicht. Jetzt haben sie mich wieder sonst wo abgesetzt. War doch da drüben, oder? Ja, war's auch. Fuck. Einholen und aufgreifen! Ach Mann! Das sind die Hauptsegel! Scheiße, alle Segel, sie verträgt das! Ja, aufgreifen, aufgreifen! Dass als von diesem einen Typ schikanieren lässt. Was ist da los? Also, das ist nicht der Kenway, den ich kenne, ganz ehrlich. Das ist unglaublich. Der sich von so einem mickrigen Fuzzi da schikanieren. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys.
lovely on the fore, yeah, she's lovely down below, boys. Muss ich jetzt alle wieder neu erledigen? Das kann durchaus sein, ja. Das war schon mal, dass ich einmal gescheitert war. Da es so zwei Schiffe gab. Gebt den Befehl, Sir! Da muss ich dann. Bereit zu schießen! Feuer! Nimm die Farb- und Armsegel! Feuer! Feuer! Ist sie am schwächsten! Jetzt einfach versenken und fertig! Vieren und Fahrt aufnehmen! Ein Wrack mehr! Genau so sieht es aus. Ach, die haben wir einfach um. Da gehen sie unter! Ist mir egal. Segelreffen raus aus der Bö! Da vorne kann man anlegen, das wollen wir aber nicht. Was wir wollen, ist einfach die hier um. Feuer! Bereit zum Feuern! Feuer! Herr Segelmänner! Da zum Entern auf dein Zeichen, Captain! Hier mit Sperrgebiet. Feuer! Das will ich aber auch. Alle aus der großen Werke! Ich habe auch gesagt, Vieren haben. Und Fahrt aufnehmen! So geht's ja nicht. Ja, es gibt noch mehr von diesen Ecken. Hier auf der Karte. Aber die haben sie jetzt immer noch hier so ausgedingst. Weil ich hier noch den Aussichtspunkt nicht synchronisiert habe. Vielleicht kann ich es deswegen nicht sehen. Naja, egal. Soll mich nicht weiter kümmern. Das mit dem Sperrgebiet ist auf jeden Fall erledigt. Feuer! Und raus. Was passiert eigentlich, wenn ich an den Kartenrand fahre? Da kommt wahrscheinlich diese Magic Mauer. Irgendwann. Wenn Sie zu diesem Ort reisen, wird die aktuelle Mission abgebrochen. Ich habe eine aktuelle Mission. Muss ich immer noch diese Windmühle finden oder was? Das kann natürlich sein. Aber der hat mir da nichts mehr angezeigt. Also wusste ich nicht mehr, was ich noch machen soll. Also was? Mir egal. Platsch. Principe. Wo schickt er mich denn jetzt hin? Wieso schickt er mich jetzt wieder aufs Schiff? Das ist ja auch komisch. Jetzt schickt er mich. Jetzt schmeißt er mich hier raus und jetzt schickt er mich wieder aufs Schiff. Afrika. Das ist ein weiter Weg bis nach Afrika. Aber hier waren wir schon mal. Long time ago.
Schon ein bisschen her, ja, aber... So. Der Captain manövriert! Okay. Tanz, ja, ja, komm, komm, zeig mir deine Moves, zeig mir deine Moves, ja, 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 und ja, komm, zeig mir deine Moves. Stopp! Bram! Nachsegel! Jetzt, jetzt haben sie mich hierhin wieder zurückgeschickt. Jetzt haben sie mich hier wieder auf die Karte geschickt. Wenn ich jetzt sage, wir sollen starten, schickt er mich wieder nach Afrika zurück oder was? Ach nee, jetzt. Guck an. Captain! Der hier bewegt sich noch! Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort. Okay. Zeig mir deine Moves. Komm, zeig mir deine Moves. Ja, 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 ja. Zeig mir deine Moves. Zeig mir deine Moves. Ja, yeah, ja. Yeah. Komm, komm schon, Baby. Zeig mir deine Moves. Das war gruselig. Sollte hier nicht eigentlich mein Schiff sein? Sollte ich hier nicht irgendwo sein? Ich bin unsichtbar. Und ich kann durchs Schiff schwimmen. Krass. Okay, so kann ich mich gut an Roberts anschleichen. Ich bin nämlich unsichtbar. Auch wenn das jetzt hier Sperrgebiet ist, das interessiert mich nicht. Keiner sieht mich, denn ich bin unsichtbar. Guck. Ich bin unsichtbar. Und als Unsichtbarer kann ich machen, was ich will. Ich kann sogar... Sag mal... Ist das jetzt hier euer Ernst? Nachladen? Mal gucken. Das hilft. Ja, es hilft schon irgendwie. So, ich bin nicht mehr unsichtbar. Das ist schade, die Funktion war cool. Aber dafür bin ich jetzt handlungsfähiger. Bartholomew Roberts aufspüren. Das sollte kein Problem sein. Ich weiß noch nicht, wie heimlich ich das machen soll, aber auf Grunde genommen ist mir das auch egal. Ich erledige einfach. Ich muss einfach nur jene beseitigen. Die mir im Wege stehen. Huh?
Zack, kommt. Ja, kommt nur, kommt nur. Ach Gott, ich dachte, wenn, ja, wenn ich da eine Rauchbombe hinschmeiße, sieht mich keiner. Ich kann mich im Gebüsch verstecken, hat er nicht gemacht. Ach Gott, wie ärgerlich. Oh. Ja, ich dachte, wenn ins Meer springen, dann doch bitte schön mit Stil. Wuhu! Und in die falsche Richtung natürlich. Also jetzt ganz kacke hier wieder schwimmen. Nur weil die so aggro sind. Nee, es war blöd von mir, die Taktik mit dem Fass sprengen war gut, aber ich hatte vorher schon meine zwei Munitionskugeln verplempert und hatte dann im richtigen Moment keine Muni mehr. Das war eigentlich von vornherein schon blöd, als ich diesen Typ hier am Strand umgenockt habe, als gerade der andere kam. Halt schön die Luft an. So. Lalalala, das Sperrgebiet, keiner interessiert sich dafür, dass ich durchrenne. Doch der. Such mich doch. Sie haben mich gefunden. Ich renne jetzt hier einmal durchs Dorf und bringe alles in Aufruhr. Wer raced hier welchen Alarm? Hört es. Fuck, das war zu spät. Upsa, das war schon wieder knapp. Der hat nichts mitgekriegt. Wurde auch kein Alarm geraced. Hab ich ja gerade noch zu verhindern gewusst. So. Die laufen einmal ums Zelt, das kann ich auch. Nathaniel North, Winner. So. Ich bin immer noch auf der Suche nach Roberts. Da will ich da drüben hoch. Schade, das sah nett aus.
Bin aber auch nicht hoch. Naja, irgendwo wird er schon hochkommen können.